with a boy like you, like you. What do I do with you? What do I do with a boy like you? Willkommen zurück zum dritten Part von Episode 31 und ich bin einfach immer noch nicht sicher, was ich hier nehmen soll. Ich habe sie aufregen lassen. Ich bin auch total sauer auf Nina. Ja, es ist beides recht. Keine Ahnung. Ich nehme jetzt mal B, die vernünftigere Variante. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber ich nehme jetzt einfach B. Es bringt doch nichts, gemeint zu ihr zu sein. Wir sollten sie besser um ein Gespräch bitten. Ja, sie ist schließlich quasi noch ein Kind. Ein völlig durchgeknalltes Kind. Deshalb musst du mich ja nicht gleich so anschreien. Ich bin ja nicht taub. Hört auf, wir müssen uns jetzt gegen sie zusammenraufen. Wir haben uns entschieden, dass wir das Problem lösen wollen und sind losgegangen. Okay, sieht der. B war mal wieder richtig. Hoffe ich jetzt mal einfach. Okay, gehen wir mal. Hey, wo wollen Sie denn hin? Zu meinem Freund. Ja, ich sollte Facebook schließen. Bitte nicht alle auf einmal. Und es ist gerade schon jemand bei ihm. Das ist ja das Problem. Also hören Sie, wir sind hier in ein Krankenhaus und ich spüre eine gewisse Unruhe, seit Sie hier sind. Boah, Alter! Ich muss Sie bitten, die Regeln des Krankenhauses zu respektieren. Es dürfen nicht mehr als zwei gleichzeitig ins Zimmer, verstanden? Ja, verstanden. Ich habe Kastja etwas murmeln hören, aber der Arzt ist ohne ein weiteres Wort verschwunden. Wir haben uns entschlossen, den Hinweis des Arztes zu ignorieren und ins Zimmer zu gehen, obwohl Nina bereits dort war. Wir haben entschieden, dass Rosa und ich uns am besten hier mit ihr unterhalten sollten. Kastja war dazu viel zu aufgebraucht und hätte uns sonst nur Probleme gemacht. Nefeng hingegen hatte das Gefühl, Lysander nicht nah genug zu stehen. Komm, Lucy, wir gehen in den Kopf. Wir gehen ihr den Kopf waschen. Wir haben doch gesagt, wir wollen es auf die sanfte Tour versuchen, Rosa. Das habe ich doch nur zum Spaß gesagt. Vielleicht, aber zum Späßen scheint sie gerade nicht aufgelegt. Zimmer 2, ja. Wie ich es mir gedacht habe, ist Nina immer noch da. Sie streichelt Lysanders Kopf. Sie tickt wirklich nicht mehr richtig, ja? Sorry, wenn ich euch mal kurz unterbreche, aber ich muss mit ihr sprechen. Das geht gerade nicht, ich kümmere mich um Lysander. Das kann ich durchaus kurz übernehmen. Nein, nein und nein. Ich verstehe schon, was du davor hast, aber das funktioniert nicht. Kann mir mal jemand erklären, was gerade vor sich geht? Ich habe den Eindruck, als gäbe es ein Problem. So sieht's aus. Gott sei Dank wirst du dir darüber bewusst. Bist du böse auf mich? Rosa hat sich auf die Zunge gebissen. Ich sehe genau, dass sie ihm am liebsten alles erzählen würde, aber die Ärzte haben klipp und klar gesagt, dass wir Lysander schonen müssen. Wir müssen Nina auf jeden Fall hier rausbekommen. Du solltest in die Cafeteria gehen, Nina. Du solltest mit Rosa gehen, Nina. Du solltest ein bisschen frische Luft schnappen gehen, Nina. Ja. Ich habe aber keine Lust. Der Arzt möchte mit dir sprechen, um dir Lysanders Zustand näher zu erklären. Du bist schließlich seine feste Freundin. Das ist doch normal. Sie ist auf der Hut. Sie weiß, dass wir in ihr Spielchen durchschauen. Aber die Ärzte hingegen glauben ihr. Nina hat letztendlich eingewilligt. Rosa hat sich aus dem Raum buxiert und ich blieb mit Lysander allein zurück. Unangenehmes Schweigen. Ich bin sicher nicht die hilfreichste Person, um ihm dabei auf die Sprünge zu helfen, sich wieder zu erinnern. Aber ich werde mein Bestes tun. Alles in Ordnung? Ah, diese Frage muss man eigentlich dir stellen. Körperlich geht es mir gut. Mir ist bewusst, dass es schlimmer hätte ausgehen können. Und was alles andere angeht, bin ich etwas perplex. Was meinst du damit? Ich bin etwas ratlos, was meine Beziehung zu euch allen angeht. Ich
Sprichst du von Nina? Sprichst du von Rosa? Sprichst du von mir? Was nehme ich denn da jetzt? Unter anderem. Ich habe durchaus bemerkt, wie es dich aus der Fassung gebracht hat, dass ich dich vergessen habe. Ich sage es noch einmal, es tut mir wirklich leid. Es ist für mich genauso schmerzhaft wie für dich. Ich glaube dir das, Lysander. Aber diejenige, die die größten Fragezeichen aufwirft, ist dennoch Nina. Was erinnerst du dich denn hier bezüglich? Das ist es ja. Ich erinnere mich an gar nichts. Es scheint mir völlig unmöglich, meine eigene Freundin vergessen zu können. Dafür gibt es sicherlich gute Gründe. Oh Gott, bei der Lysander-Version hat die hier bestimmt auch nochmal einen Stich ins Herz. Also, ist sie wirklich meine Freundin? Mir blieb die Spucke weg. Sie ist noch so jung und ich kann mir kaum vorstellen, dass wir beide zusammenpassen. Du, ich... Ich fühle mich total dämlich dabei, ihm die Wahrheit vorzuenthalten. Lange schaffe ich das nicht mehr. Aber ganz offensichtlich denkt er schon an etwas ganz anderes. Und wir beide, du und ich, sind wirklich einfach Freunde, oder? Ja, so sieht's aus. Kann ich dir da eine persönliche Frage stellen? Natürlich. Ich bin nicht mit Rosalia zusammen. Was? Um ganz ehrlich zu sein, als ich sie hier gesehen habe, dachte ich, sie ist gekommen, weil... Was erzählst du denn da? Jetzt ist er völlig verrückt geworden. Warum sagt er denn so etwas? Ich weiß nicht. Auch nicht. Ich kann mich nur daran erinnern, dass wir uns sehr gut verstehen und... Vielleicht gehe ich gerade zu weit. Also willst du damit sagen, dass Rosa dir gefällt? Vielleicht hätte ich dieses Thema nicht anschneiden dürfen. So wie du reagierst, scheint diese Art von Thema nicht unbedingt normaler Gesprächsstoff zwischen uns beiden zu sein. Es liegt daran, dass es so überraschend kommt. Du weißt also nicht einmal, mit wem Rosa zusammen ist? Ah, sie hat also einen Freund. Sie ist mit Leid zusammen. Dun, dun, dun. Ich weiß, die Ärzte haben gesagt, keine aufwühlenden Neuigkeiten, aber das konnte ich einfach nicht für mich behalten. Meinem Bruder? Er spricht von mir? Ich habe mich erschreckt. Ich hatte nicht einmal gehört, wie Leon und seine Mutter den Raum betreten hatten. Die Ärzte sind wirklich optimistisch. Normalerweise solltest du in wenigen Tagen wieder nach Hause kommen können. Du solltest auf den Hof kommen und dich dort erholen können. Das wird dir gut tun. Warum nicht? Wir schauen weiter, wenn es soweit ist. Er schaut seinen Bruder an, als würde er ihn gerade erst wiedererkennen. Ich sollte besser gehen. Sie haben sicher Wichtiges zu besprechen. Ich glaube, um ein Gespräch mit Rosa komme ich nicht herum. Außerdem muss ich herausfinden, ob die anderen Nina zur Vernunft bringen konnten. Ich dachte jetzt schon, ich darf den Teddy wieder mitnehmen. Blam. Autsch! Hey! Nina hat sich suchend im Raum umgesehen. Als sie Lysanders Familie sah, wurde sie ganz bleich. Sie ist in Windeseile aus dem Raum gestürmt. Hey, warte! Obwohl sie so kurze Beine hat, muss sie ganz schön schnell rennen können. Ich sehe sie nirgends. Ich weiß nicht, was ihr die anderen zu sagen gehabt haben, aber es scheint sie nicht wirklich funktioniert zu haben. Ich muss unbedingt Rosa finden. Diese Situation wird immer bizarrer. Ja. Mir wird das auch hier ein bisschen zu bizarr. Mir ist ganz schwindelig. Ich habe schließlich auch schon seit einer Weile nichts mehr gegessen. Ich hole mir ein Sandwich und etwas zu trinken, bevor mir noch Sport vor Augen wird. Das Menü kostet $7. Ach, zum Glück ist das billig. Ich habe bezahlt und mich dann mit traurigem Blick an den Tisch gesetzt. Das kann man nicht wirklich als Festessen bezeichnen. Ja, aber so konnte ich wenigstens ein bisschen Kraft sammeln, um Rosa suchen zu gehen. Juhu! Rosa, wo bist du? Rosa! Rosa! Wo ist die Olle denn? Alter, dieses Krankenhaus macht mich gerade so fertig. Lysander spricht immer noch mit seiner Mutter und seinem Bruder. Ich sollte sie besser in Ruhe lassen.
Ja, okay, das wiederholt sich. Dann ist hier schon mal falsch. Okay, entweder sind sie in der Cafeteria oder sie sind draußen, aber anscheinend... Alter, wisst ihr, wie mich das gerade voll pisst? Jetzt ist sie bestimmt in dem Nebenraum. Nein? Alter, ich habe schon 300 APs verschwendet. Nur für dieses Krankenhaus. Ich glaube, ich bin... anklicken, vor allem. Ich würde auch gerne mal das Tanzen drücken, aber wie ich sie kenne, da kommt sie nicht. Bei mir kommt sie nie. Und ich starte gleich mal neu, nämlich das pisst mich jetzt gerade so ziemlich. Ja, ich starte mal neu. Leute, wo steckt die Rosa? Hier gibt's aber auch keinen anderen Weg, Mensch, das ist der einzige Weg. Kastiel! Was ist denn mit Nina? Wie ist es mit Nina gelaufen? Dieses Mädel hört einfach nicht zu. Sie glaubt wirklich, dass ihr Plan aufgeht. Totaler Wahnsinn. Und Lysander kann mich nicht. Kann man nicht die Wahrheit sagen. Ich werde noch komplett verrückt. Doch, das werden wir noch, aber das müssen wir langsam angehen lassen. Das fällt mir genauso wenig wie dir, glaub mir. Und wann bitte? Beruhig dich! Ich habe keinen Bock mehr, ruhig zu bleiben, okay? Ich reiß mich schon seit heute Morgen zusammen, langsam reicht's mir. Wann können wir uns samt... wann können wir unsere Samthandschuhe endlich ausziehen? Das bringt doch nichts. Selbst Lysander hat begriffen, dass irgendwas im Busch ist. Da wette ich mit dir. Stimmt. Ich gehe zu ihm hoch und diesmal halt mich niemand davon ab, ihm die Wahrheit zu sagen. Kastiel, warte. Dann geh halt, aber beschwer dich danach nicht. Vielleicht sollten wir erst einmal mit dem Arzt sprechen. Mit dem Holzköpfen? Oh Gott. Die haben ja nicht einmal kapiert, dass sie eigentlich zu jung für ihn ist. Unmöglich, mit denen kann ich nicht sprechen. Für die ist... so ruhig wie möglich bleibt. Die und ihre bescheuerten Ruhe können die mir mal im Buckel herunterrutschen. Kastiel! Alter! Erst wutschäumend davongestürmt. Ich bleibe trotzdem bei meiner Idee. Wir müssen mit den Ärzten sprechen. Dann hätten wir eigentlich von Anfang an machen müssen. Ja. Toll. Wo ist er jetzt? Ja. Die reden aber ganz schön lange. Und jetzt kommt wieder keiner. Ist so klar. Ah, da bist du ja. Ups, du machst ja ein Gesicht. Du bist Nina über den Weg gelaufen, oder? Ja, und Lysander und Kastiel auch. Ich sage dir, dieser Tag wird mehr und mehr zu einem einzigen Albtraum. Okay, ich gebe zu, dass Nina haben wir vermasselt. Sie ist uns entwischt. Ja, so ist. Ja, ist wohl so. Keine Panik. Wir müssen einfach nur den Kurs etwas ändern. Kastiel ist zu Lysander hoch, um ihm alles zu erzählen. Ich konnte nicht davon abhalten. Mittlerweile sollte Lysander also schon Bescheid wissen. Meine Güte. Ich finde, wir sollten es den Ärzten sagen. Das hätten wir eigentlich von Anfang an tun sollen. Du hast recht, ich komme mit dir. Warte kurz. Ich sollte ihr unbedingt erzählen, was Lysander zu mir gesagt hat, aber ich weiß nicht, wie ich es anstellen soll. Du hättest mir das mit dir und Lysander ruhig sagen können. Weißt du, was Lysander über dich denkt? Ich muss dir etwas zu Lysander sagen, das du dich vielleicht überraschen könnte. Ja, ich glaube, heute kann mich gar nichts mehr überraschen. Denk bitte an die Zeit zurück, als du Lysander kennengelernt hast, bevor du mit Lay zusammengekommen bist. Ich weiß nicht, worauf du... Plötzlich starrte sie mit leeren Augen ins Nichts, als würde sie sich an etwas erinnern. Was hat er denn genau gesagt? Dass du ihm gefällst. Und als er gesehen hat, dass du extra für ihn ins Krankenhaus gekommen bist, dachte er, dass diese Gefühle gegenseitig sind. Sie hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen.
Das ist doch total irrsinnig. Ich sollte sofort zu ihm gehen und mit ihm sprechen. Wir sollten zunächst mit den Ärzten sprechen. Je schneller wir Nina hier los sind, desto besser. Gott, das ist ein ziemliches Chaos hier. Warum leckt es denn jetzt so? Ja, du hast recht, gehen wir. Ist der Widerwind verschwunden? Okay, nicht so schlimm, dann suchen wir eben den Arzt. Wenn die sich mal zeigen würde. Wenn der sich mal zeigen würde. Ja, der ist immer noch heiß begehrt. Der ist immer noch hier. Umkehren. Entfernung. Oh, das geht mir so auf die Pissliste. Ach Gott, Gott, Gott. Dieser Arzt ist einfach nicht aufzufinden. Vielleicht können wir am Empfang nachfragen, wenn die zuständige Dame nicht besonders liebenswürdig ist. Glaub mir, mir gegenüber wird sie sich schon von ihrer freundlichen Seite zeigen. Hohoho. Das ist indiskutabel. Raus hier! Sie dürfen mich nicht einfach so rauswerfen. In diesem Krankenhaus gab es noch nie so ein Radau. Sie haben einem kleinen Mädchen gegenüber ein ganz schön rüdes Benehmen an den Tag angelegt. Moment mal, ich habe doch kaum ein Wörtchen mit ihr gesprochen. Raus hier, oder ich rufe den Sicherheitsdienst. Ihm helfe ich jetzt garantiert nicht nach all dem, was er vorhin zu mir gesagt hat. Ich bitte Sie, er gehört zu uns, ich kenne ihn. Ich bin mir sicher, er hat nichts getan. Eigentlich lag der große Zweifel an mir, aber das kann ich unmöglich zugeben. Ich will nichts davon hören. Lass gut sein, Lucy, mit solchen Leuten kann man unmöglich diskutieren. Alles in Ordnung, Felicitas. Nein. Die hat eine Grundhilde-Ausdruck. Oh Gott, ich habe vor kurzem erst ein Anime geguckt. Da ist die Protagonistin auch Felicitas. Alles in Ordnung, Felicitas. Ging mir nie besser. Felicitas? So heißt sie etwa, das muss ein Scherz sein. Das bedeutet doch so viel wie Glückseligkeit. Der Arzt. Sie ist zu ihm geeilt, um mit ihm zu sprechen, während Kasti gerade gehen wollte. Ich bin neugierig, was Kasti Nina gesagt hat. Oh, Leute. Kasti. Was? Willst du einfach so verschwinden? Was ist mit Lissandra? Ich konnte ihm wenigstens die Wahrheit sagen. Wirklich? Du bist ihm also alles über... Wirklich? Du hast ihm also alles über Nina erzählt? Ja. Yep. Und wie hat er reagiert? Tja, dieses durchgeknallte Mädchen ist direkt reingeplatzt. Und? Und? Kassi, was hast du getan? Gar nichts. Ich bin hier nur in den Flur hinterhergegangen und... Ich war nicht gerade höflich, wenn man es so will. Das ist alles. Aber dann kann Prinzessin Charming... um die Ecke und ich musste ordentlich einstecken. Deswegen gehst du jetzt? Ich habe nicht wirklich die Wahl, aber jetzt, wo ich weiß, dass er außer Gefahr ist, bin ich erleichtert. Ich habe mit dem Kopf genickt und hat sich umgedreht. Doch dann zögerte er einen Moment und drehte sich noch einmal zu mir um. Lucy,
Ja. Pass trotzdem auf ihn auf. Ganz offensichtlich ist man hier ja vor Verrückten nicht geschützt. Oh Gott. Das will ich euch doch schon die ganze Zeit sagen. Sie ist gestört. Also eigentlich brauche ich mich ja nicht einmischen, aber weil sie sich nun mal kennen. Was ist denn hier los? Haben etwa alle Freunde von Lysander die Angewohnheit, sich überall einzumischen? Ups, nach all dem, was heute passiert ist, habe ich wohl mein Taktgefühl verloren. Entschuldigung, wir müssen aber mit ihnen sprechen. Über Nina, ihre Freundin hat mir bereits gesagt, dass sie scheinbar ganz und gar nicht die feste Freundin des Patienten ist. Nicht scheinbar, sondern ganz offensichtlich. Sie hat recht, ich kann es bezeugen. Ich glaube ihnen. Wirklich? Tatsächlich kenne ich das Fräulein bereits. Ich hatte Nina allerdings nicht gleich wiedererkannt. Jetzt, wo ich weiß, um wen es sich bei ihr handelt, habe ich gute Gründe, euch beiden zu glauben. Was sollen sie denn damit sagen? Der Grund, warum ich das junge Fräulein bereits kenne, unterliegt der ärztlichen Schweigepflicht. Wenn sie mich jetzt bitte entschuldigen würden, ich muss mit Lysander... Die muss bestimmt auch ständig zur Untersuchung kommen, oder? Irgendwas ist mit der doch schief. Ich befürchte, dass diese ganze Geschichte in ihn noch mehr aus der Fassung gebracht hat, als es eh schon ist. Rosa und ich haben uns verdutzt angesehen, als er hinter den Aufzugtüren verschwand. Wenn die Ärzte Nina kennen, dann heißt das, wir könnten unmöglich sagen, dass wir das, was das heißen könnte. Das heißt, dass sie Lysander und seinem Vater schon seit einer ganzen Weile hinterher schnüffelt. Das heißt, dass sie selbst bereits hierher gebracht wurde. Nein, Lysanders Vater ist nicht hier im Krankenhaus. Ach ja, stimmt, Lysanders Mutter hat es mir ja schon vorhin erzählt. Sie muss auf jeden Fall schon mal hier gewesen sein, ansonsten würden die Ärzte sie nicht so gut kennen. Ich wette, sie hat schon eine kleine Runde durch die psychiatrische Abteilung gedreht. Hey, zieh mal deine keine voreiligen Schlüsse, aber so dachte ich auch. Sie könnte einen Unfall gehabt haben, eine einfache Operation oder auch einen kranken Familienangehörigen. Wenn es nur deswegen wäre, dann hätte der Onkel Doktor nicht schon herumgedruckst. Er ist dazu verpflichtet, alles geheim zu halten, was seine Patienten betrifft. Jedenfalls kann ich jetzt vor, wo Nina nicht mehr im Weg steht. Ich kann jetzt endlich mit Lysander sprechen. Dabei möchte ich nicht unbedingt anwesend sein. Fanny ist schon seit einer ganzen Weile verschwunden. Ich sollte zu ihm gehen und euch beide allein lassen. In Ordnung. Du hast deinen Freund schon länger nicht gesehen. Suche ihn. Ja, wo bist du denn? Nathaniel. Lange nehme ich denn schon auf? 23 Minuten. Okay, ich mache hier noch einen Cut. Ich weiß ja nicht, wie lange die Episode noch geht. Aber ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.